Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Da es schon recht alt ist und sich mittlerweile natürlich einiges im Spiel geändert hat, wollte ich eines meiner beliebtesten Videos mal neu machen, die 5 besten Völker in Age of Empires 2. Diesmal habe ich mir aber Verstärkung geholt, nämlich den einzig wahren Erich Müller. Moin! Wir versuchen hier, die auf das ganze Spiel gesehen 5 besten Völker zu bestimmen, was natürlich nicht einfach ist. Es kommt einfach immer zu sehr auf die Situation an. Welche Karte spielen wir? Ist es ein Teamspiel oder 1 gegen 1? Gibt es vielleicht zusätzliche Regeln? Allein dadurch würde es zwangsweise ein bisschen subjektiv ausfallen, aber wir versuchen natürlich, unsere Entscheidung möglichst gut zu begründen und auch Statistiken aus aoestats.io zu verwenden. Wir gucken unter anderem darauf, welche Völker bei den Top 1% der Spieler am besten abschneiden. Wir beachten hier, wie sich die Völker in einem kompetitiven Szenario schlagen. Es geht also um die Profi-Szene und den Multiplayer im Allgemeinen. Darin schließen wir also keine selbstgewählten Einschränkungen ein, sondern nur die Regeln, die das Spiel auf der Rangliste vorgibt. Falls euer Lieblingsvolk also besonders gut abschneidet, wenn man eine Stunde nicht Angriffspakt hat, wird es hier nicht zwangsweise gut abschneiden. Auf Platz 5 haben wir diesmal die Mongolen. Mit ihrem Jagd- und Sichtweitenbonus sind sie zu Anfang des Spiels besonders schnell und können sehr aggressiv spielen. Es gibt ihnen auf Karten wie Arabien die Möglichkeit, extrem früh anzugreifen. Auf der anderen Seite haben sie mit den Mangudai und ihren schnellen Belagerungseinheiten eine der stärksten Armeen fürs Late Game und sind daher auf lange Sicht natürlich auch auf eher defensiven Karten enorm gefährlich. Mangudai zählen zu den besten Spezialeinheiten im Spiel und sind nur sehr schwer zu stoppen, wenn man einmal eine Masse davon hat. Auf Wasserkarten und Hybridkarten können sie ihren Jagdbonus auch für schnelle Angriffe nutzen, weil sie früh in die Feudalzeit kommen. In der Mittelphase des Spiels fallen sie allerdings ein wenig ab und haben ihre Schwierigkeiten. Da haben wir uns hier erstmal für Platz 5 entschieden. Auf Platz 4 sind bei uns die Hindustani. Ihre immer günstigeren Dorfbewohner machen es sehr einfach, eine starke Wirtschaft aufzubauen, was ihnen auf jeder Karte einen Vorteil verschafft. Dank der Spezialeinheit Ghulam, die hervorragend Schützen kontert, ihren imperialen Kamelen, die stark gegen Kavallerie sind, sowie ihren Handkanonieren mit mehr Reichweite, die alles an Infanterie erledigt, haben sie auf alles eine Antwort. In Teamspielen verbessern sie mit ihrer Karawanserei zudem den Handel des gesamten Teams und machen es so möglich, ihre hervorragende Armee konstant auszubilden. Insgesamt ist ihr Technologiebaum eher eingeschränkt, was sie auf lange Sicht nicht so stark auf Wasserkarten macht, dafür sind sie aber in ihren Kernbereichen so enorm stark, dass sie auf jeder Karte bestehen können. Deshalb für uns Platz 4. Auf dem Treppchen starten bei uns die Römer. Die Dorfbewohner der Römer sammeln, bauen und reparieren 5% schneller. Es ist in etwa vergleichbar mit einem 5% Handicap, woher auch der ein Großteil ihrer Stärke kommt. Wenn man genauso gut spielt wie der Gegner, hat man also einen 5%igen Ressourcenvorteil, welcher einen sehr starken Schneeball-Effekt auslösen kann, der nur schwer einzuholen ist. Sie haben Zugriff auf Chevaliere mit allen Schmiede-Upgrades und ihre Spezialeinheit, Centurios, welche nahegelegene Infanterie stärker machen. Wo wir bei Infanterie sind, Römer profitieren doppelt von defensiven Infanterie-Upgrades, wodurch sie effektiv ein Zeitalter früher mehr Rüstung haben. Zusätzlich haben sie statt Zweihandschwertkämpfern und Elitekämpfern die Legionäre, wodurch sie sich ein Upgrade sparen und günstiger sowie schneller auf diese Einheit gehen können. Diese Kombination führt dazu, dass die Römer eines der wenigen Völker sind, mit denen man sinnvoll auf Infanterie gehen kann. Auf Wasserkarten haben sie außerdem noch die Dromone, welche die Kanonenschiffe ersetzen und im Gegensatz zu diesen keine Upgrades für die Ausbildung benötigen. Für die Skorpionenliebhaber unter euch sind sie auch bestens geeignet, da sie bei den Römern günstiger sind, schneller angreifen und von Ballistik profitieren. Durch diese Kombination aus mächtigem Militär und besseren Dorfbewohnern schneiden sie auf der Rangliste extrem gut ab und schaffen es bei uns auf Platz 3. Auf Platz 2 sind die Georgier, der Traum eines jeden Kavalleriespielers. Einige behaupten sogar, dass sie die neuen besseren Franken sind. Sie benötigen keine Holz- und Goldlager und haben stattdessen die beweglichen Maultierkarren. Dies bietet den Vorteil, dass Holz- und Goldarbeiter immer maximal effizient bleiben und man die Lager nicht erneuern muss. Mit einem solchen Karren starten die Georgier auch direkt, was ihnen mehr Holz zur Verfügung stellt, womit man besonders auf Wasserkarten seinen Hafen deutlich früher bauen kann, um früher mehr Nahrung zu generieren. Außerdem haben sie ab der Ritterzeit Wehrkirchen, welche das Kloster ersetzen. Funktional bieten diese genau das gleiche und mehr. Dorfbewohner lassen sich in ihnen einquartieren, was sie Pfeile verschießen lässt, ähnlich wie bei dem Dorfzentrum. Dies schützt einen vor gegnerischen Raids und bietet den Georgiern obendrauf noch in einem kleinen Radius um diese herum einen 10%igen Sammelbonus, was ihnen auch einen respektablen Wirtschaftsbonus verleiht. Doch warum sind ausgerechnet die Georgier so für ihre Kavallerie gefürchtet, obwohl sie keine Paladine haben? Zum einen, weil sie ab der Feudalzeit passiv Leben regeneriert und das ganz ohne Mönche. Zum anderen, weil ihre Spezialeinheit, der Monaspa, unfassbar stark ist und noch stärker wird, je größer die Gruppe ist, in der er reitet.
Als würde das alles nicht reichen, reparieren Georgier auch noch 25% günstiger und ihre Gebäude bekommen weniger Schaden, wenn sie sich auf Hügeln befinden. In einem Burg-gegen-Burg-Tribok-Kampf sind die Georgier also absolut ungeschlagen und damit auch unsere Nummer 2. Bevor wir zu Platz 1 kommen, wollen wir noch zwei Völker nennen, die es nicht in die Top 5 geschafft haben. Letztes Mal habe ich die Chinesen auf Platz 1 genannt, da sie einfach unfassbar flexibel sind und ihre günstigeren Technologien es ihnen erlaubt, jederzeit auf den Gegner zu reagieren. Ihr Technologiebaum gibt außerdem enorm viel her, sodass kaum Wünsche offen bleiben. Mit ihren Chukunu haben sie natürlich auch eine sehr mächtige Spezialeinheit, die besonders in Masse extrem viel Schaden austeilt. Sie sind zu allen Phasen des Spiels und auf allen Karten brauchbar, aber durch die Einführung neuer Völker und Änderungen im Balancing nicht mehr ganz so stark wie früher. Statistisch gesehen schneiden die Chinesen bei Topspielern extrem gut ab, sind aber in allen anderen Evo-Bereichen deutlich weiter unten zu finden. Das liegt zum Teil auch am schwierigen Spielstart. Dennoch gehören die Chinesen natürlich allgemein auch immer noch zu den stärksten Völkern in Age of Empires 2. Außerdem möchten wir diesmal noch die Türken erwähnen. Die Türken sind ein sehr starkes Volk, vor allem auf geschlossenen Karten. Obwohl sie auf offenen Karten nicht so gut abschneiden, glänzen sie in geschlossenen Szenarien durch ihre beeindruckenden Schießpulvereinheiten. Ein wesentlicher Vorteil der Türken ist, dass sie Chemie nicht erforschen müssen, um Zugriff auf ihre Belagerungskanonen und Handkanoniere zu erhalten. Dies ermöglicht ihnen sogar das sogenannte Fast Imp, wodurch sie frühzeitig ihre Schießpulvereinheiten ins Spiel bringen können. Diese Einheiten sind besonders stark und können Gegner leicht überwältigen. Hierbei hilft auch ihre Spezialeinheit, der Janitschar, welcher im Prinzip ein Handkanonier in der Ritterzeit ist. Zusätzlich profitieren die Türken von stärkeren Belagerungskanonen, was ihre Offensive und Defensive signifikant verbessert. Diese Kombination aus schnellem Technologievorsprung und mächtigen Einheiten macht die Türken zu einem sehr gefährlichen Volk auf geschlossenen Karten. Allerdings bleibt es für sie bei einer Honorable Mention, da nahezu ihre gesamte Stärke von Karten wie Arena oder Dunkler Wald kommt und sie sehr abhängig von einem konstanten Zugriff auf Gold sind. Auf offeneren oder Wasserkarten lassen sich die Türken leicht frühzeitig besiegen, ohne dass sie ihre Stärken ausspielen konnten. Daher hat es hier auch nicht für die Top 5 gereicht. Auf Platz 1 haben wir diesmal die Perser. Die Perser starten mit mehr Ressourcen. Ihr Dorfzentrum hat doppelt so viele Lebenspunkte und arbeitet schneller. Das ist auf allen Karten ein großer Vorteil, weil sie schneller und sicherer ihre Wirtschaft aufbauen können. Die Perser haben als einziges Volk Zugriff auf die Savare, welche ein günstigerer und teilweise stärkerer Ersatz für Paladine sind. Das macht die persische schwere Kavallerie besonders stark im Kampf, weil sie mehr aushalten und in größeren Mengen produziert werden können. Das ist besonders im 1 gegen 1 stark, wo das Paladin-Upgrade meist zu teuer ist. Auf Wasser- und vor allem Hybridkarten sind sie besonders dominant. Persische Fischerboote haben doppelt so viele Lebenspunkte und arbeiten schneller. Auf Hybrid- und Wasserkarten ist das ein enormer Vorteil, weil sie schneller Nahrung sammeln und schwieriger zu zerstören sind. Außerdem haben ihre Häfen mehr Lebenspunkte. Besonders ihre wirtschaftliche Stärke und Flexibilität machen die Perser im aktuellen Balancing für uns zum stärksten Volk. Ihre Kriegselefanten wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, auch wenn die nur in Ausnahmefällen die richtige Entscheidung sind. Wenn sie aber zum Einsatz kommen, können sie natürlich ebenfalls sehr gefährlich werden. Die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, starkem und flexiblem Militär, verbesserter Defensive und großer Effizienz auf Wasser macht die Perser zu einem sehr mächtigen Volk und damit belegen sie heute für uns den ersten Platz. Was haltet ihr von unserer Liste? Ihr habt sicher auch eure eigene Top 5 im Kopf. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche 5 Völker ihr am stärksten seht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.